herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Boah, meine Stimme ist gerade wieder abgekackt. Oh, wie uncool. das ist uncool. Denn ich mag es nicht, wenn meine Stimme abkackt. Das ist dann immer so uncool, fühlt sich so unangenehm an. Aber egal. Wir spielen hier immer noch auf der Free Alpha. Und ich kann hier auf FXAA stellen. Geil. Jetzt sieht alles voll smooth aus. Smooth! So. Nur bei meinem Haus regnet es. Genau. Echt mal, nur bei meinem Haus regnet es. Schallan. Ich habe gerade eben Survival Games gespielt und jemanden mit einem Bogen getötet. Geil. Aber egal, wir spielen hier normales Survival Minecraft Dingensbums. Mit nicht genug Erde. Nein, mit nicht genug. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Und den Rest brauche ich. Swing dein Ding. Oh mein Gott, ich kann jetzt. Oh mein Gott, ich kann jetzt nicht aufhören, das zu singen. Nur weil die Jungs von Apekrime. Apekrime. Ich bin kacke. Ich bin kacke. Nee, du bist die gute. Nein. Welches ist die gute Hacke? Das hier ist Silk Touch, das ist die Efficiency 3 Unbreaking 1. Dich missbrauche ich jetzt einfach mal. Ja doch, die missbrauche ich jetzt einfach mal. Und sonst brauche ich noch eine Schaufel. Ich wollte mir ja schon mal eine Dia-Schaufel machen, aber dann habe ich mir gesagt. Nee. Keine Ahnung, wozu brauche ich eine Dia-Schaufel? Eine ganz normale Schaufel reicht auch. Schlafen? Nö. Scheiße abtragen? Ja. Irgendwann muss man das ja mal machen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Sollte, glaube ich, oben weitermachen. So, hier. Boah, mir ist gerade eben voll die geile Phishing-Methode für Minecraft eingefallen. Dass es so irgendwie Phishing-Cages gibt oder sowas. Die craftet man sich dann mit Iron Bars und Cobwebs und. Und so. Die craftet mich, meint sich dann halt. Und das ist ein Block, den man irgendwo im Wasser setzt. Kann auch einfach in der Pfütze setzen. Also da muss mindestens ein Block Wasser um die 6 Flächen des Blocks sein. Zum Beispiel, ich habe hier diesen Cobblestone-Block. Das ist zum Beispiel mein Fishing-Block. Und dann ist hier zum Beispiel eine Wasserquelle und dann hat man da halt die Chance, dass da ein Fisch reinkommt. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn, also dieser Wasserblock hat eine Wahrscheinlichkeit von, nee, es gibt irgendwie einen Zähler von, also von 1000 Zahlen. Muss man sich irgendwie so vorstellen. Und wenn. Und dann läuft halt nebenbei so ein Zähler ab, der sagt dann zum Beispiel Zahl 200, dann sagt er 735, dann sagt er 2 und dann sagt er irgendwie sowas. Und dann ist es halt bei diesem Block. Und dann ist es halt so, dass wenn er die Zahlen von 1 bis. Zum Beispiel 100, dann kommt da ein ganz normaler Fisch rein. Die Zahlen von 2,
200 bis 240 sind zum Beispiel Clownfische, die Zahlen 300 bis 350 sind zum Beispiel Forellen oder wie heißen die Salmons? Keine Ahnung, habe ich vergessen. Oh, schlimm. Und 500 bis was weiß ich wie viel sind, keine Ahnung, die Pufferfische, nenne ich sie, die Kugelfische. So, Kugelfische war das Wort. Und ab irgendwie 600 bis 800, wenn da irgendwie so eine Zahl ist, dann, ja, 600 bis 800 ist dann irgendwie, 600 bis 800 sind dann irgendwie die ganz normalen Items, die man auch so bekommen kann, wie zum Beispiel Lederstiefel oder Lederhosen oder Nametags oder andere Angeln oder Bücher oder Flaschen oder Tränke. Halt alles das, was man auch noch so angeln kann. Das ist ein Angelsystem, das man sogar programmieren könnte. Mit einem ordentlichen Programm. Ja, doch. Und dann, wenn da halt zum Beispiel, das lässt man dann da stehen und alle 2 Sekunden gibt es dann ungefähr 5 Zahlen oder so, die irgendwie ausgewertet werden. So fände ich das Minecraft zwischen ganz toll. Kann man sich da zum Beispiel so einen Block hinsetzen, kann man dann einfach seine Sachen machen. Aber der Block muss dann im Ding geladen Chunk sein, damit er überhaupt funktioniert. So ungefähr würde es dann aussehen. Und zudem, ja, und wenn da halt Fische drin sind, das macht man nur rechtsklick und dann bekommt man alle Fische irgendwie rausgeschmissen oder so. Oder direkt in sein Inventar oder halt zu dem Spieler hin, dass es dann hier so einfach auf den Boden fällt. So zum Beispiel. Fände ich echt gut. Es ist sogar was Programmierbares. Aber egal. Aber das so zu programmieren, dass irgendwie, oder dass es irgendwie Fische gibt in Minecraft, die man auch wirklich sehen kann, die man dann auch wirklich angeln kann. Das so zu programmieren wäre schwer. Dass dann die Fische da wirklich anbeißen. Das ist echt schwer. Ich meine, die Partikeleffekte sind zwar schon schön und gut, aber doch, die sind wirklich gut. Kann man drin lassen. Aber so, dieses Fische anzeigen, wie sie da wirklich zum Schwimmer schwimmen oder wirklich beim Schwimmer sind, das kann man nicht. Doch, das kann man schon, aber wirklich, dass sie dann auch anbeißen, das wird dann schwer. Aber dass sie rumschwimmen, ist nicht schwer. Das ist Entity, muss man irgendwie halt modellieren und kann man dann einfügen oder was weiß ich was. Aber viele denken, das ist voll einfach, sowas zu machen. Aber bei Minecraft ist das nicht so einfach. Weil man muss erst die Codes, man muss erst herausfinden, wo die Linien sind, die das machen. Man muss herausfinden, ob man die Objekte überhaupt einfügen kann. Dann muss man noch mehr Codierungsdingens, Bummens machen. Programmierlinien, dass der Fisch dann auch irgendwie rumschwimmt, dass sich seine Flossen bewegen. Sowas in der Art muss man halt noch machen, aber das ist so schwer, das würde selbst ich nicht mehr machen. Wenn ich ein Entwickler wäre, der sowas wie Minecraft spielt. Da regt mich Tommy ein bisschen auf. Ich meine, wenn er selber Erfahrungen damit hat, wie man das so macht, und der diese Aussage so sagt, wie er sie gesagt hat, dann soll er halt machen. Aber
Ich glaube nicht, dass Tommy so viel Erfahrung hat auf diesem Bereich. Aber ich glaube, dass die, also an Minecraft wird eh nicht mehr so viel gearbeitet. Ich meine, wie viele sind da dran? Ich glaube, Musik macht eh C418. Macht er halt. Und ich glaube, Chat macht dann das gesamte Programmierzeugs. Also dass dann auch if-Block abgebaut, du das Neues. Und if-Block ist am Abbauen, du das Neues. Und if Player walk on this und this block, do this and this noise. So in etwa kann man sich das vorstellen. Ich habe selber ja schon mal ein PB programmiert oder angefangen, ein Spiel zu programmieren. Da fehlt noch ein Sound, dass die Spitzhacke weg ist. Jungens. Ist die Spitzhacke einfach mal weg. Lol. Warum ist die Tür offen? Ah, egal. Da war ich halt mal offen. Kann ich doch nicht dafür. Mikrofon. Hochschieb. So. Mikrofon ein bisschen runterschieb. So. Ja. Mein Mikrofon steht noch nicht perfekt, weil der Arm nicht wirklich cool ist. Doch, der Arm ist voll toll. Ich glaube, die haben nicht mehr genug. Fu. Oh doch, die haben noch genug Fuel. Fuel. Verdammt, ich habe keine Spitzhacke. Mit mir Sonic 2000 rumschnupf. So. Nicht Rumpfschnupf, sondern Rumschnupf. Und eins so. Hier ist so viel Kohle drin, aber der Hopper geht einfach mal in einen anderen Hopper rein. So, jetzt arbeite. So, da wird gearbeitet und da auf der anderen Seite muss auch noch mal was rein. Okay. So. Jetzt arbeitet ihr völlig, ihr Fotzen. Was, das habe ich nie gesagt. Wollte eigentlich mal die Stadtmauer anfangen. Jetzt kommen wir hier immer rum. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Hab mich wegen irgendwas gewundert, aber ich weiß nicht warum. Sehr schön. Auf einmal so, hä, was?
Aber egal, ich würde dann auch einfach mal sagen, ich mache offscreen diesen Fitzel da weg, mach das da rein und dann ist gut. Dann bauen wir echt endlich mal die Stadtmauer. Wenn nicht, dann. Wir werden keine Stadtmauer bauen, wir bauen die Eingrenzung unseres Schlosses. Okay? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut raus.